Hey, schön, dass du eingeschaltet hast. Heute ist wieder Kakerlaken-Partyzeit. Das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern die Anrufe aus der vergangenen Woche, nur eben ohne meine Kommentare. Ich wünsche dir viel Spaß und gute Unterhaltung mit dem Hörspiel Kakerlaken-Party. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Grüße Sie. Lukas, mein Name. Sie, der Nachname? Ja, Lukas Kleinberg. Kleinberg. Mhm. Ja, also rede ich mit Herr Kasten? Ja, Herr Briefkasten. Ja, also ja, Briefkasten. Also freut mich. Ich rufe Sie an von Express Trade, Online-Handel-Plattform. Mhm. Also Sie haben auf unserer Plattform Konto registriert. Ich habe angerufen zu fragen, wie kann ich Ihnen helfen? So gar nicht. Nochmal bitte? Mir ist nicht mehr zu helfen. Ah, Sie möchten keine Hilfe? Also, da ist von dieser Telefonnummer eine Registrierung. Aha. Auf Ihren Namen, Briefkasten, und Ihre E-Mail fängt an mit Bri und endet mit mede. Der Brief von kasten@mdccfun.de. Ja, das ist richtig. Also, ich habe Ihre Information hier. Heute, da ist eine Registration. Also, egal. Welche Investitionen hatten Sie Interesse mit? Die Frage habe ich nicht verstanden. Ja, also, Express Trade ist eine Online-Handel, Online-Trading-Plattform. Und wir machen Investitionen zum Geld machen. Für ihn und wir kriegen auf unserer Plattform Kommission, ein kleines Stück Kommission. Zum Beispiel, Sie kaufen 10.000 Dollar etwas und dann wir kriegen 1 Dollar zum Beispiel. Aha. Ja, das ist das System. Wir kriegen Punkte. 0,1 Prozent Kommission, ja. Ja. Also, Sie haben registriert, auf dieser Nummer, da ist eine Registrierung. Wirklich? Also, ja, wenn Sie haben keine Erinnerung, ich denke dann, vielleicht Sie haben eine Werbeanzeige gesehen, im sozialen Netzwerk. Mhm. Also, Sie haben keine Erinnerung, oder? Doch. Okay, dann ich schicke Sie eine E-Mail jetzt. Ja, denn wollen Sie nicht wissen, was Sie hatten registriert? Ich sagte ja, ich brauche eigentlich keine Hilfe, weil ich weiß ja nicht, woran ich Hilfe brauchen soll. Also, Sie wollen kein Geld zu machen mit Investitionen? Dann kann ich doch auch ohne Ihre Hilfe, oder nicht? Also, wenn Sie wollen ein Konto starten, dann Sie brauchen meine Hilfe, dieses Konto zu starten. Warum? Denn ich bin der Kontobetreuer. Ja, aber geht doch auch ohne Kontobetreuer. Wie nochmal? Na, kann man doch auch ohne Kontobetreuer machen, oder nicht? Ja, aber wenn Sie wollen dieses Konto starten mit unserem Plattform. Ja. Ich bin der Kontobetreuer hier im Express Trade. Also, ich habe ein E-Mail geschickt. Haben Sie das E-Mail genommen? Nein. Also, ich kann Lukas. E-Mail nicht nehmen. Wieso? Auf dem USB-Stick könnte man sie sich ziehen und dann kann man den USB-Stick nehmen, ja. Müssen wir schon bei der Wahrheit bleiben. Ich habe es nicht verstanden. Ja, das war mir bewusst. Also, lukas.k@expresstrade.com. .com. Oho. Ja, meine E-Mail. Hm. Also, ich hab nochmal geschickt. Ja. Können Sie checken, bitte? Was soll ich denn checken? Ihre E-Mail. So. Und mit warum? Denn ich habe E-Mail geschickt. Also, Sie haben keine Erinnerung mit, was Sie haben registriert. Also ich habe E-Mail ganz geschickt. Schlüssig, warum ich Sie dazu brauche, weil ich kann doch das auch ohne Sie, oder nicht? Ah, Sie wollen ohne mich Konto starten? Ja. Ah, okay. Dann soll ich meine
Link senden, Link schicken. Da macht man das nicht bei Ihnen direkt auf die Webseite? Indirekt auf Webseite? Ja, können Sie machen. Aber warum ruft mich denn einer an, wenn das alleine geht? Es ist einfacher, wenn ich frage, zum Beispiel, Sie hatten Mastercard oder Visa Card, dann ich mache einen Link für Sie. Oh. Ja. Hm. Ja. Hm. Ja, und das Minimal ist 250 €. Hm. Also Sie wollen mit 250 € Konto starten. Hm. Okay, dann soll ich Ihnen ein E-Mail geschickt. E-Mail schicken. Verkaufen Sie da auch hier Aktienanteile an Bananen? Weil ich mag Bananen. Also. Gemügt. Herr Kassen, wollen Sie mich verarschen, ja, oder? Ja, das sagt ja schon mein Name. Ah, okay. Also, wer heißt denn Herr Briefkasten? Herr mal ganz im Ernst. Das ist doch nicht wahr, dass man das glaubt. Das ist doch schon schlimm. Also, Sie wollen keine Konto starten, oder was? Nee. Ich stelle dich nur auf YouTube und zeige, was ihr für Betrüger seid. Ach so, okay. Ja. Aber einer von denen. Hm? Aber, also, Sie glauben, was Sie glauben. Ja. Aber warum verschwinden Sie meine Zeit? Ja. Also, sprechen Sie Englisch? Nee. Sprechen Sie My English is not good. Okay. Also, warum machen Sie Spaß mit meinem Deutsch? Deutsch ist meine zweite Sprache. Ich kann perfekt Englisch. Ich war für 6 Jahre in Amerika. Oh, also, war ich auch. Ich hab ein bisschen vergessen. Wo warst du denn da in Amerika? Wie nochmal? Na, wo du da in Amerika warst. Weil Amerika ist ja groß. Weil ich war auch eine Weile in Amerika. Ja, ich hab da drüben gewonnen. Ja. Ich auch für ein Jahr in Los Angeles. Welche Stadt? Sie Los meinen? Angeles. Los Angeles. Ja, Kalifornien. Sehr gut. Hey. Also, Herr Kassen. Da war schön. Da war Strand und Palmen. Also, ich verstehe, dass Sie haben so viel Zeit, Zeit hast. Nicht putze nebenbei. Ich mache nebenbei mal das Klo sauber. Okay. Also die Zeit ist aber ja nicht ganz so für mich verblödelt. Das ist doch. Okay, aber ja. Ich habe keine Zeit. Oh, das ist aber schade. Ich dachte, wir unterhalten uns noch ein bisschen. Okay, weil umso mehr Zeit ich so von dir wegnehme, umso weniger Leute kannst du ja Bescheid. Herr Kassen, Briefkasten. Freut mich. Okay, es macht so viel Spaß. Ja. Mit Sie reden. Ja. Ich finde auch hoffe, so viel Spaß mit Sie reden. Okay, dann. Machen wir das nochmal später, wenn ich Zeit habe, okay? Ja. Also, einen schönen Tag. Tschüss. Bis nächstes Mal. Tschüssi. Ciao. Bye. Aber die Leitung steht noch. Du hast bloß dein Mikrofon ausgemacht. Kuckuck. Honigtöpfchen. Meine kleine Pferdesalami. Sagt er ja nicht mehr. Vielleicht denkt er ja, was ist denn unglücklich, wenn er das Mikrofon ausmacht. Nun ja, dann beende ich jetzt das Gespräch. Sonst wird das dann schon eine wieder nervig. Tüdelü. Schönen guten Tag. Hallo, guten Tag, Günther. Mhm. Mein Name ist Dick Weber, ich bin ein Manager von Handelsplattform. Vor einiger Zeit haben Sie sich bei uns angemeldet. Wir haben mit Ihnen per WhatsApp kontaktiert. Sagen Sie, haben Sie Zeit zum Gespräch momentan, oder? Ja. Okay, also haben Sie irgendwelche Erfahrung im Handel? Nee. Keine Erfahrung? Nee. Ich kann ganz kurz uns vorstellen, wir bieten unseren Kunden einen persönlichen Finanzberater, mit dem werden Sie handeln, ja? Er wird eine persönliche Investstrategie entwickeln, ja, und Sie, also wissen Sie vielleicht, was Mindestbetrag ist schon, oder? Nee, woher denn? 250 € ist es eine Summe, mit der Sie einsteigen können, auf unsere Plattform zu handeln, ja.
dazu geben wir momentan eine gute Möglichkeit, unsere Dienstleistungen ausprobieren. Nämlich, Sie können einen Bonus bei uns erhalten, 50 Euro, und nächste zwei Wochen können Sie mit diesem Bonus handeln. Ja, risikofrei und wie gesagt, ja, es ist ganz persönlich. Ihr Finanzberater wird alle eventuelle Finanzzwecke berücksichtigen, ja, und wie gesagt, eine persönliche Investstrategie für Sie entwickeln. Aha. So, sind Sie interessiert, oder? Ja, klingt ja ganz gut. Gut, dann sagen Sie, warum haben Sie sich für Investitionen entschieden eigentlich? Möchten Sie also Geld sparen? Haben Sie einfach Interesse für etwas Neues, oder? Na, wenn man da Geld verdienen kann, wieso denn nicht? Betrachten Sie das als eine zusätzliche Geldquelle. Ist das richtig, oder? Ja, als was denn sonst? Okay. Dann, Sie haben erwähnt, dass Sie keine Erfahrung haben. Vielleicht wissen Sie, was Kryptowährungsbereich ist oder andere Finanzmärkte, also Rohstoffmarkt, Forex oder Wertpapieren? Nee, da kenne ich mich nicht aus. Es ist kein Problem. Also das Ganze wird Ihr Finanzberater für Sie aufklären, ja, wie das Ganze funktioniert, wohin Sie investieren können und beste mögliche Profit zu erwerben. Und also, wenn Sie keine Erfahrung haben, aber möchten ja beigebracht werden, möchten also irgendwelche Kenntnisse von Handel, von Investitionen bekommen, dann Finanzberater kann damit helfen. Ja, wir haben verschiedene Finanzinstrumenten. Sie können ganz kostenlos von uns Online-Trading-Kursen erhalten. Mhm. Und wie gesagt, ja, Sie werden von Ihrem Finanzberater unterwiesen. Ja, das ist kein Problem, wenn Sie keine Erfahrung haben. Mhm. Okay. So, dann sagen Sie bitte, wie alt sind Sie? 29. 29, okay. Und wo sind Sie tätig von Beruf? Auf Arbeit. Ja. Ich meine, in welchem Bereich? So, Tomaten. Nochmal? Tomaten. Tomaten? Ja. Das ist ganz interessant. Tomaten. Gut. Hm. Und haben Sie eventuell Krediten oder Schulden? Nee, und Sie? Keine. Nee. Warum? Braucht man das? Nee, also ich frage nur, weil es ist eine wichtige Frage für Finanzabteilung, ja. Jetzt muss ich ein paar kurze Fragen stellen, um Portfolio einzulegen und weiter werden Sie mit Ihrem Finanzberater, wie gesagt, ja, alle eventuelle Fragen absprechen. Okay. Gut. Dann, also welche Zahlungsmöglichkeiten haben Sie? Eigentlich Kreditkarte, Visa oder Mastercard? Ja. Also Visa oder Mastercard? Mhm, genau. Also haben Sie beide, oder? Ja. Gut, dann lassen Sie bitte jetzt Ihre E-Mail-Adresse bestätigen. Mhm. Hier steht günther.stinkertee@gmail.com. Ja. Gut, dann haben Sie jetzt Zugriff zum Computer oder Laptop? Natürlich. Okay, Moment. Ja. Jetzt erstelle ich Ihnen einen Account bei unserer Plattform. Normalerweise bekommen Sie Ihre Zugangsdaten von Ihrem Finanzanalytiker. Aha. Also, ist das bequem für Sie, in den nächsten Tagen Anruf von Finanzberater zu kriegen? Wie meinen Sie das? Also, ich meine, innerhalb von 1 bis 3 Arbeitstagen kriegen Sie normalerweise einen Anruf von Ihrem Finanzanalytiker, von unserer Finanzabteilung. Okay. Ich meine, also, wann wäre es bequemer für Sie? Nachmittag oder Vormittag? Ja, am besten, ja, weiß ich nicht, wann ist denn da gut? Wann passt es Ihnen denn? Also Nachmittag. Ja, meinetwegen. Wenn Sie unbedingt wollen, ja. Okay. Mhm.
Also, sprechen Sie irgendwelche Sprachen außer Deutsch? Englisch vielleicht, oder? Englisch nicht, nee. Sprechen Sie kein Englisch? Nee, aber Kaukasisch. Kaukasisch? Ja. Es ist eine Sprache, oder? Ja. Ich dachte, dass diese Sprache existiert nicht. Ich dachte, das ist die Gruppe, ja? Nee, das ist eine Sprache. Das ist eine Sprache. Und ja. Sagen Sie etwas auf diese Sprache, bitte? Nee, warum sollte ich? Also, Sie sollten nicht, aber ich bitte nur darum. Aha, bitte abgelehnt. Nochmal? Die Bitte wurde abgelehnt. Abgelehnt? Abgelehnt, ganz genau. Schön. Dann schicke ich Ihnen ganze Informationen per E-Mail. Bei den Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Sie was können, hat denn da geklingelt? Nochmal? Hat geklingelt und geklatscht. Was ist denn da los? Es ist meine Kollegin. Ich glaube, dass da war also Vertrag unterschrieben. Ach so. Ja, genau. So, haben Sie keine Fragen bis jetzt zu mir oder... Nee, kenne mich aber auch nicht aus. Ich habe ja gar keine Ahnung von. Okay, dann auf jeden Fall, wie gesagt, Sie können mir per E-Mail schreiben, ja, eventuell, wenn Sie irgendwelche Fragen haben. Also jederzeit kann ich Ihnen antworten, ja, aha. Arbeitszeit. Mhm. Also, wenn Sie keine Fragen haben, wünsche ich Ihnen einen schönen Tag noch. Und dann? Was dann? Ja. Ja, ich dachte, Sie wollen mich noch ein bisschen weiter betrügen. Ich fand das gerade so interessant. Also nicht weiter, sondern jetzt. Ja. Weiter kann das leider nicht gehen. Warum? Tut mir leid. Also, ich habe nicht so viel Zeit dafür. Oh. Hm, das ist aber schade. Ich dachte, sowas nennt man dann Kundenbindung. Schönen Tag noch. Ich wünsche Ihnen viel gesund zu bleiben. Tschüss, du Betrüger. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Ja, Wiedersehen, Abzocker. Ja, so sagen Sie bitte, warum hinterlassen Sie so viele Kontos bei uns? Ja, weil ihr Betrüger seid. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Hm? 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 Ja. Und wie können Sie das nachweisen? Indem du gerade einfach anrufst. Das beweist es. Ja, also Sie haben die Daten hinterlassen. Mhm. Ja. Und ich kontaktiere mit Ihnen sofort, weil Sie das selbst gemacht haben. Ja, meine aber Arbeit du ist bist eine Kakerlake, die Leute betrügt. Nein, das ist nicht so. Das ist wahr. Ja, du bist kriminell. Schauen Sie mal, wenn Sie so sagen, kriminell. Haben Sie schon vielleicht schlechte Erfahrung oder was passiert? Du bist die schlechte Erfahrung. Ja, ich habe gefragt, ob Sie schlechte Erfahrung haben. Ja, mit dir. Du bist die schlechte Erfahrung. Nein, Sie haben meine Frage nicht verstanden. Doch. Du bist die schlechte Erfahrung. Also, ich weiß nicht, also, ich muss es mir nochmal erklären. Ich habe gefragt, ob Sie schon schlechte Erfahrung bei uns oder bei irgendwelchen anderen Firma haben. Ja, bei dir? Nein. Bei mir, also haben Sie keine schlechte Erfahrung. Doch. Ich handle nicht mit unseren Kunden. Ich bin neuer Account Manager. Ja, aber du bist ja ein Betrüger. Nein, das ist nicht so. Doch. Ja, wie könnten Sie das nachweisen? Ja, du rufst doch gerade an, das ist doch der Beweis. Dass nein, der illegal angerufen hat, da gar keine wenn Anruf Sie erlaubt ist. Vielleicht bei irgendwelcher Firma im Internet die Daten hinterlassen, Sie bekommen auch einen Anruf. Oh, toll, du bist ein Betrüger. Nein, das ist nicht so. Das ist nicht so, wenn Sie zum Beispiel einfach... Ihr Telefon nur im Internet hinterlassen. Oh. Jeder, wenn der anruft,
Der ist Betrüger. Das funktioniert ja nicht so. Ja, wir verstehen, aber nicht, wie Internet funktioniert. Ja. Aber du bist ja ein Betrüger. Ja, ich habe gefragt, wie kannst du das nachweisen? Ja, habe ich doch gesagt. Indem du angerufen hast. Also du hast es selbst nachgewiesen. Sie sagen immer dasselbe. Das ist, aber das ist ein Quatsch. Nee. Ein Quatsch gibt's nicht. Doch. Nee. Guck mal, du rufst doch irgendwo aus der Türkei an oder aus Albanien und das ist doch schon, weißt du, dann rufst du mit einer gespuchten Telefonnummer an und tust so, als würdest du aus England anrufen. Aber das stimmt ja nicht. Aber warum denken Sie, dass ich aus Türkei oder Albanien rufe? Weil die meisten Albanier sind, die sie anrufen. Verstanden. Ja. Und du bist ein Betrüger. Ja, und? Ja. Nein, das ist nicht so. Doch. Ich verstehe nicht, warum Sie so denken, aber... Und ich verstehe nicht, warum du die Leute betrügst. Warum betrügst du denn die Leute? Also verstehen Sie, das ist wie... Ich weiß nicht. Ich kann Ihnen das alles erklären, aber Sie wollen nicht hören. Sagen Sie immer das selber. Ja, aber du bist doch kriminell. Dir braucht man doch nicht glauben. Warum muss ich sie vertrauen? Ja, weil du kriminell bist. Du bist halt kriminell. Nochmal. Ja. Nochmal. Wie kann ich ihnen vertrauen? Gar nicht. Du bist schon Krimineller. Ja. Und so, warum? Wenn sie so sagen, also das muss ein Wahrheit sein. Nee, das stimmt ja so. Es ist die Wahrheit. Auch wenn du sie nicht wahrhaben willst. Du bist und bleibst ein Betrüger und somit ein Nichtnutz für die Gesellschaft. Nein, Sie sind sie doch. Sie sind Betrüger. Nee. Ja. Nee. Sie haben gesagt doch. Nee. Doch. Nee. Sie sind Betrüger. Nee, Sie sind Betrüger. Sie sind Betrüger. Ja, dann ist es halt so. Ist mir ja egal. Das ändert ja die Situation nicht. Du bist und bleibst es mir einfach auch Abkommen egal. Der sie Gesellschaft. Sind Betrüger. Ich weiß das. Warum betrügst du denn die Menschen? Warum willst du denn von alten warum Leuten, die sie kein die Geld Menschen haben, 250 Euro haben? Wollten sie kein Geld mal. Haben? Guck mal, und dann warum machst du das immer noch dazwischen. Du bist einfach nur ein Betrüger. Warum betrügst du die Leute? Man macht doch sowas nicht, die Leute zu betrügen. Das ist doch nicht anständig. Ja, was du genau. Machst. Also, warum suchst du dir denn, warum suchst du dir denn keine anständige Arbeit? Warum antworten Sie auf diese Frage nicht? Okay, wir können so kommunizieren. Sie stellen die Frage und dann antworten Sie selbst auf diese Frage. Ja. Warum betrügst du denn die Leute? Los geht's. Und dann antworten Sie bitte. Ich werde einfach hören. Weil du ein armes Würstchen bist, deswegen betrügst du die Leute. Ja, Sie sprechen mit sich selbst, weil Sie Betrüger sind. Nee, du bist ja der Betrüger. Nein, Sie sind Betrüger. Nee, du bist Betrüger. Nein, Sie sind Betrüger. Nein, du bist Betrüger. Nein, Sie sind Betrüger. Nein, du bist Betrüger. Nein, wie können Sie das nachweisen, dass Sie kein Betrüger sind? Ja, aber du bist ja ein Betrüger. Du hast mich doch angerufen. Sie verstehen nicht, also, was ich sage. Ja, du sprichst ja auch nicht besonders deutlich. Ja, warum haben Sie das nicht gesagt? Ja, warum betrügst du denn die Leute? Ja, ich habe gefragt, warum betrügen Sie selbst die Leute? Ja, warum betrügst du die Leute? Das ist eine Frage, das ist keine Antwort. Ja, aber du bist ja Betrüger. Wie könnten Sie das nachweisen, dass Sie kein Betrüger sind? Ja, ich höre. Ja, warum betrügst du denn die Leute? Nein, ich habe gefragt. Ich warte auf Ihre Antwort. Ja, sagen Sie bitte etwas. Ja, warum betrügen Sie die Leute? Na und? Ich finde das ekelhaft, dass du die Menschen betrügst. Ja, und wie viel Geld hast du verloren? Was willst du? Was willst du von mir? Betrüger. Ja, ich habe gefragt, wie viel Geld haben Sie verloren, wenn Sie das so sagen. Wie viel Geld hast denn du schon so verloren? Du musst ja so einen ekligen Job machen. Warte mal, ich muss mal anrufen. Also bei dir habe ich 10.000 Euro verloren.
Das ist schön. Das freut mich sehr. Ich will meinen Kind zurück. Ja. Ist aber nicht. Ja. Und was wollen Sie machen? Ja, nichts. Ich will mein Geld zurück. Ja, ist doch mir egal. Okay, ich hab verstanden. Musst du mal vernünftig arbeiten gehen, wenn du dein Geld pünktlich haben willst und es nicht rechtzeitig ausgezahlt bekommst. Dass du kein Betrüger bist, wenn jetzt sagst möchtest du mir nicht mal deinen Chef geben? 10.000 Euro also von mir bekommen hast. Ja? Du musst mir jetzt mal deinen Chef ans Telefon geben, ob du willst oder nicht. Ich wollte mit deinem Chef sprechen. Ja, dein Chef trägt bestimmt einen Rock, oder? Rock und Hackenschuhe und trotzdem einen Schnauzbart. Kann es sein? Ich will mit Chef sprechen. Ja. Wie heißt denn dein Chef? Guten Tag. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Herr Sebastian? Nee, Herr Sebastian nicht. Okay, ist mein Vorname. Dann habe ich mal verwählt. Ich entschuldige mich. Nö, das ist ja mein Vorname. Ach so, ja. Sebastian Klabauterbach, richtig. Ja. Mhm. Schön, Sie zu erreichen. Mein Name ist James Regan von der Firma Credit Capital Trading Online. Ich melde mich heute, weil ich möchte mal bei Ihnen ein paar gute Vorteile empfehlen. Was können Sie mit uns verdienen in der Richtung Trading Online? Ich weiß mal auch nicht, natürlich, ob Sie schon aktiv waren in Vergangenheit oder nicht. Nö. Wir haben gar nicht teilgenommen in Trading Online, also mit Investitionen an die Börse. Auch mit den Banken nicht? Nee. Okay, das ist ja gar kein Problem. Weil natürlich, sage ich mal ganz offen, die meisten von unseren Kunden am Anfang hätten ja keine Erfahrung gemacht von Trading Online. Aber durch unsere Zusammenkooperation natürlich kommen auf den Punkt, dass mit der Zeit würden ja auch langsam Profi geworden. Ein paar von denen natürlich, das ich schon kenne, machen jetzt selber Trading und natürlich die ganze Profite für selber erhalten. So, gerade natürlich liegt ja ein heißes Thema vor uns. Natürlich ist ja den Brennöl und Bitcoin auch. Vielleicht haben Sie schon mal gehört, ein bisschen für die beide. Ja, aber was soll ich damit? Also es liegt ja eine Möglichkeit, dass wir bitten auch an die Kunden erstmal uns kennenlernen durch eine kleine Investition. Ab 300 Euro, natürlich damit sie schauen können, was kann man wirklich verdienen durch Investitionen an die Börse. Das heißt natürlich, mit so dieser Summe können wir für kurzfristige Zeit natürlich arbeiten, damit wir ihnen auch natürlich Schritt für Schritt zeigen können, wie verdienen wir durch Positionen an die Börse. Wie kann man wirklich Geld verdienen dadurch, ja? Ja, aber das ist mir zu teuer. Wie bitte? Das ist mir zu teuer. 300 Euro ist teuer für Sie, teilzunehmen. Ja. Was für eine Summe haben Sie zur Verfügung, wenn ich mal fragen darf? Na, also 200 würde ich vielleicht bezahlen. Mit 200 Euro. Kann ja auch machen, 250, damit wir natürlich ein Schutzkapital zur Verfügung kriegen von Finanzabteilung als Unterstützung. Weil natürlich, wir bieten sowas, weil wir möchten auch bei den Kunden, dass die Investition niemals auf Null kommen kann, ja? Das ist ja ein Sicherheitskapital, was wir auch zur Verfügung freigeben, natürlich von der Firma. Natürlich, das macht ja auch unserem Margin, also unserer Kontostand mehr. Also natürlich erhöht das und das gibt uns die Möglichkeit, natürlich mehr Positionen zu öffnen in verschiedene Richtungen wie Forex, Rohstoffe, Indikes, Kryptowährungen. Mit kleinem Lot natürlich, weil auf jeden Fall, wie gesagt, es wird ja auch in einem kleinen Betrag zur Verfügung sein und wir können nicht so größere Positionen öffnen. Aber trotzdem, es geht mehr um Ihnen zu zeigen, wie kann man wirklich Geld verdienen durch Investitionen in die Börse und natürlich Ihnen zu zeigen, was für eine Strategie haben wir. Was können Sie, wo liegt das Unterschied von unserer Firma mit den anderen und natürlich, wieso sind wir auch so viel erfolgreich mit so welchen Strategie, was wir machen. Natürlich, durch diese 10 Tage Zusammenarbeit, würde ich mal sagen, sind wir auch zuständig natürlich für Sie das Beste zu tun. Und natürlich werden wir natürlich schaffen bis zum 18%. Es ist abhängig natürlich, wie stark die Signale sind, was wir kriegen, immer natürlich im realen Zeit von unserer Agenten weltweit. Aber wie gesagt, es geht darauf, dass wir kommen bis zum 18% reine Gewinn von die Investition, was wir zur Verfügung haben in diesem Richtung.
Natürlich, das Möglichkeit, danach haben Sie die Profite auszahlen lassen. Jede Zeit stellen Sie sich mal vor, Gebühren und Provision frei. Das heißt natürlich, dass alles übernimmt unsere Firma, Sie zahlen kein Cent dafür. Und natürlich, Sie haben das potenzielle Möglichkeit, nach nur 10 Tagen, ungefähr 2 Wochen, natürlich auf eine Entscheidung kommen, ob Sie möchten danach mit uns weiter fortfahren, natürlich um eine professionelle Zusammenarbeit, langfristige, oder möchten Sie einfach aufhören und Ihre Investition plus die Profite auf einmal natürlich auszahlen lassen, wie Sie wünschen, danach natürlich wird ja auch Ihre Entscheidung. Wie gesagt, wir sagen jederzeit bei den Kunden herzlich willkommen, weil natürlich unsere Ziel ist, mehr Kunden zu haben, natürlich mehr verdient die Kunde selber auch, aber mehr verdient auch die Firma, weil jeder hat ja Interesse in diesem Richtung. Aha. Genau. Wollte mal nur noch eine Frage stellen, haben Sie die Möglichkeit, gerade vor dem Computer zu sitzen, damit ich mal kurz unsere Website buchstabieren ein bisschen, ja? Ja, dann buchstabieren wir mal ein bisschen. So, Cesar, Richard, Emily? Soll ich das jetzt buchstabieren? Ja, ich habe schon angefangen. Also soll ich jetzt Cesar buchstabieren? Schreiben auf Ihre, habe ich Sie in den Computer nebenbei? Ein C, ein E, ein S, ein A und ein R. Cesar. Nee. Kredit, wir haben doch gesagt, Kredit. Wir wollen jetzt ein bisschen buchstabieren. Ich buchstabiere das für Sie. Ach so, dann buchstabieren Sie. Cesar, Richard, Emily. Ja, dann buchstabieren Sie mal. Also C wie Cesar, R wie Richard, E wie Emily. Ja, nee, so buchstabiert man ja nicht Cesar. C, C, A, B, C, also den Buchstabe. C, C ja. Wie Cesar. Aha. R wie Richard. Können Sie auch Sabine buchstabieren? Wie bitte? Können Sie auch Sabine buchstabieren? Ich buchstabiere Sie unsere Website bitte, nicht die Namen von den Leuten. Ach so, das habe ich jetzt gedacht. Nö. Ich buchstabiere die Namen von Website. Von WhatsApp? Von unserer Website. Ach, von die Website. Ja. Okay. Dann buchstabieren Sie mal. C wie Cesar. F wie Richard. Aha. A wie Emily. D wie Dora. Ja. I wie Italy. Aha. T wie Theodor. Okay. K wie Kaufmann. Ja. A wie Anton. P wie Paul. Ja, fein. Kapital, also aber mit K, nicht mit C. Warum? Wie man schreibt ein Wort, Kapital. Aber warum? Weil so heißt unsere Firma. Ach so. Okay. Wie und weit du? Weg sind Sie? Was? Wie weit weg sind Sie bitte? Ich bin nicht weit weg. Ich habe das Telefon direkt am Ohr. Nee, ich meine mit der Website. Ach so. Ja, das müssen Sie ja sagen. Also, wie meinen Sie das jetzt? Habe ich nicht verstanden. Müssen Sie sich deutlicher ausdrücken. Ja, ich bin ja nicht Deutscher, das muss ich mal auch gerne sagen, ja. Ich komme aus Schottland, Edinburgh. Aber ich bin zuständig für die deutsche Abteilung Schweiz und Österreich zuständig. Gut. Ja. Und du? Ja, also sind Sie mit der Website weiter angefangen zu schreiben bei Ihrem PC? Oder? Haben Sie ja nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, Sie wollen jetzt ein bisschen buchstabieren. Ja, gerne. Kein Problem, ich merke, dass Sie kein Interesse haben. Ist in Ordnung, ja? Machen Sie gut dann. Was? Ich habe Sie nicht richtig verstanden akustisch. Machen Sie einen schönen Tag noch weiter, ja? Ich merke, dass Sie kein Interesse haben, weil natürlich meine Zeit kostet ja wirklich viel und ich möchte nicht sowas verlieren. Ja genau, deswegen verschwende ich ja deine Zeit. Ich merke, dass Sie möchten sowas nicht, also trotzdem aber einen schönen Tag noch, ja? Machen Sie gut. Wünsche ich mir auch den schönen Tag. Ja, gerne, machen Sie das. Genießen Sie. Ja. Ciao, ciao. Tüdelü. Ciao, ciao. Ist ja noch dran. Hast nur dein Mikrofon ausgemacht. Naja, so ist es halt, ne? Wollen wir zusammen noch was Schönes singen? Nee? Das ist ja schade. Ich dachte, wir singen jetzt noch was. Kuckuck. Hallo. Schönen guten Tag. Hallo, hören Sie mich? Ja, hallo. Ich spreche mit Wolfgang Wurzwasser. Wurzwasser.
Wurzwasser, ja? Wurzwasser. Okay, entschuldige. Ja. Wurzwasser, ja. Wurzwasser. Okay. Wurzwasser, ja. Wurst. Ja, genau. Herr Wolfgang, Wurzwasser. Ja. Wurzwasser. Martin, Wurzwasser, habe ich doch Wurst, richtig aus? Wurzwasser. Nee, Wurst. Wurst, ja, Wurzwasser. Ja, Wurzwasser. Jetzt ist richtig, oder? Na, fast. Okay, Wurzwasser. Wurzwasser. Wurzwasser, da. Sollen wir das weiter auch so? Meinetwegen. Herr Wurzwasser, dann. Martin Braun am Apparat. Mhm. Guten das Tag, Herr Braun. Ja, schon guten Tag, habe ich doch am Anfang schon gesagt. Ja. Das geht um Onlinehandel. Aha. Sie haben eine Registration bei uns getätigt. Das war schon seit 18 Uhr gestern, ja? Ja. 18 Uhr. Im Livestream, genau. 18 Uhr 48 war, steht ja bei meinem System, ja? Ja. Und Sie haben ein Interesse geäußert auf dem Finanzmarkt. Sie wollen mit Bitcoin profitieren, stimmt das? Nee. Das ist ja mein System, also. Und Sie haben ein Interesse am Finanzmarkt und Sie haben auch mit meinen Kollegen auch geredet darüber. Ja. Wie heißt denn die Kollegin? Meine Kollegin heißt Liv Maria. Aha. Mhm. Stimmt diese Information? Nee. Doch. Sagen Sie mir. Aber Ihr Name ist ja auch nicht Braun. Mein Name ist ja auch nicht Wurstwasser. Dann, es tut mir leid, wenn ich Ihr Name ist nicht Wurstwasser, was soll ich da tun? Das, ja, aber Ihr Name ist ja auch nicht Braun. Wie, woher wissen Sie das? Soll ich die Geburtskarte zeigen? Soll ich die Geburtskarte Ihnen senden oder schicken oder zeigen? Ja. Natürlich. Dann, wem soll ich das schicken, wenn Sie sind die falsche Person? Na, an die E-Mail, die kommt ja trotzdem an. Ach so, das kommt trotzdem an. Wie heißt das trotzdem? Ich habe nicht so lange Zeit, ja, wenn Sie haben Interesse, wir können da weiterleiten. Wenn Sie haben kein Interesse, sagen Sie mir das direkt und unsere Gespräche. Ich habe kein Interesse daran, betrogen zu werden. Ja. Warum Betrug? Ja, weil der Name ist ja schon Quatsch. Mein Name ist schon Quatsch oder Ihr Name ist schon Quatsch? Ihr Name ist Quatsch. Ja, Sie haben doch selbst gesagt, Ihr Name ist Quatsch. Ich Ihr Name gesagt, ist auch meine Quatsch. Name, das ist Ihre Meinung, das ist nicht meine Meinung. Das weiß ich. Und das ist Ihre Meinung. Sie sind ja Quatsch. Nur ein Betrüger, der die Leute bescheißt. Und Ihr Name steht da nur auf dem Skript, was Sie vorlesen. Hey, Wolfgang Wurzwasser oder Wurzwasser. Ja, Wurzwasser. Ja, Wurzwasser oder ohne Wurzwasser. Wasser. Ohne Wasserwurst oder kann alleine Wurst. Nee, dann ist es ja eine Trockenwurst. Ja. Hey, das ist schon eine trockene Wurst, ja. Sie magen Wurst, ja? Nee. Ja, doch. Nee. Okay, Wurstwasser. Ich habe nicht lange Zeit für Sie. Ich habe andere. Dann müssen Sie schnell machen. Ja, okay. Sie sollen auch schnell machen, wenn Sie Sie sagen selbst, Sie wollen nicht mit Betrüger zu tun haben, ja? Aber Sie lügen ja die Leute an. Wie bitte? Sie lügen doch die Leute an. Okay, dann sagen Sie mir direkt, Wurstwasser oder trockene Wasser. Ja, Wurstwasser. Ja, Wurstwasser, trockene Wasser oder ohne Wasser wird besser. Okay, aber warum haben Sie zu dieser Entscheidung gekommen? Wie haben Sie zu dieser Entscheidung gekommen? Wir sind der Betrüger. Na, weil der Name ja schon nicht stimmt. Woher wissen Sie, dass die Name schon stimmt? Glaubt doch kein nicht, Mensch, oder dass man mit so einer Kakerlakensprache Braun mit einem Nachnamen heißt. Was heißt Kakerlake? Was heißt Kakerlake? Ja. Was heißt Kakerlake? Was heißt Kakerlake? Das ist internationale Unternehmer. Das ist ein Kakerlake-Organisator. Herr Wurzler, warum beleidigen Sie die Leute? Warum das ist doch keine Beleidigung. Das ist ein erfundenes Wort. Dann kann ich nicht beleidigen. Ja, das doch. Doch? Nee. Das ist Ihre Meinung. Und Ihre Meinung aber Sie belügen ja die für Leute. Sich behalten. Sie können für sich das alles halten. Aber Sie belügen Meinung, doch die Leute. Was? Ihre Meinung ist nicht 100%. Ja, aber Ihre das ist dann nicht schön, nicht dass die Leute oder Ihre Meinung ist nicht Regel. Verstehen Sie? Ja, aber es ist nicht die Regel, aber es ist stimmt. Ich nur weil Sie sagen, dass es nicht stimmt, heißt es ja nicht, dass es nicht stimmt. Hey, Wasser oder Wurst? Wurst. Ja, Wurst. Ja.
Wurstwasser. Sie labern nur, ja. Nee, und Sie sind ein Betrüger und ein Krimineller. Ich sehe, Herr Wurst, Sie labern nur und ich sehe, Sie haben mehr Zeit, ja. Aber Sie sind labern. Ja ein Betrüger. Ja, Sie haben ja, mehr genau. Zeit zu Gut, labern. Das bestätigt und labern Sie weiter auch, aber ja. Nicht mit mir, okay? Aber Sie sind ein Krimineller. Weiter labern, weiter ja. Quatschen. Warum finden Sie das denn in Ordnung, die Leute mir. Zu betrügen? Okay. Ich finden Sie das denn in Ordnung, ja? Sie Doch. Haben bei uns eingemeldet. Nein. Sie haben eine Registration getätigt. Ja. Nein. Wie nein? Dann ja, ihr seid aber trotzdem Betrüger. Warten Sie kurz. Hey. Worauf soll ich denn warten? Du Idiot. Gucke, jetzt weiß ich doch, Idiot. Dass du ein Betrüger bist. Du bist ein Idiot. Guck mal, jetzt bestätigst du das noch. Nein. Doch, du bist ein Daten Betrüger. Hier. Warte mal, ey. Du bist ein Natürlich Betrüger bist und ein Krimineller. Du bist ein Wurst. Du bist ja? ein Wurst. Sind deine Eltern ganz du, stolz auf dich? Du bist ein natürlicher Wurst. Ja. Aber wollen nicht sich deine Eltern, dass du in einem Betrüger-Callcenter arbeitest? Sure. Okay, warte kurz. Ja. Warte kurz. Mhm. Jetzt musst du sure, ablesen, also. Ja? Nein, warte mal kurz. Mensch. Ja, du Betrüger, ich warte auf dich. Alter Schalter, hör mal zu, ganz kurz, ja, okay, mhm. Wait, please wait, ja, okay, beruhig dich, kommst du runter, hör mal zu. Wer von uns beiden muss denn gerade runterkommen? Du, der Betrüger, du sollst das, hör mal zu, wenn ich, woher habe ich deine Nummer? Na, aus eurem Datensystem. Welches Datensystem, Mensch? Ja, von der Werbung. Von der Werbung, von der Datensammel. Was ist illegale? Woher habe ich diese, ihre Nummer, ihre E-Mail, Na, aus dem Computer. Ihre Name oder und, ihre Name? Wir haben das aus ihre, dem Computer. Ja, und der Computer hat es von der illegalen Datensammelwebsite. Was heißt illegale Daten? Ja, ihr seid doch da illegal. Illegale Betrüger. Warte mal. Du hast nur deine Meinung. Und deine nee, Meinung. Du bist ja ein Krimineller. Du kannst in Komm, schrei noch ein Toilette. Bisschen rum. Gib's Toilette, dir. Ja, die Meinung kannst du weiter in Toilette ja? machen. Ja, so ist das mit Kriminellen. Die können halt nicht so richtig reden und werden dann Asylrechte, wenn sie als Betrüger Im Klo kannst du das alles ja, abwaschen. Ja, guck mal, da ich wird der Betrüger so. Ganz schön atterig. Wurst. Woher da hast du diesen Namen, Wurst? Habe ich mir ausgedacht. Stand gestern in den Kommentaren und deswegen habe ich das genommen. Woher diese Name hast du, diese Wurst? Ja, stand gestern in den Kommentaren und da habe ich es dann genommen. Du sollst den Namen nicht Wurst, sondern Schwanz nehmen, verstehst du? Ja, guck mal, jetzt weiß ja, ich noch, dass ja. du ein Betrüger bist, weil nur Betrüger ja. so sprechen. Weil du, warte mal, du Idiot, du bist vollkommen gucke. Idiot, verstehst Und du bist ein Krimineller. Was? Dann sind wir uns ja einig. Was gucken, das ist deine Meinung, du Idiot. Nee, die Meinung vieler Doch. Menschen. Die dich gerade hören. Okay, aber guck mal, wo ja. in deiner Meinung ist Logik? Wo in deiner Meinung ist denn bei dir Logik? Ja. Gar keine. Wo? Wer heißt denn bitteschön mit so einer Kakerlaken-Aussprache Braun? Keine Sau. Hör mal zu, du Idiot. Ja, bist du natürlich so von, keiner, von du Geburt? Erzählst. Bist du von Geburt solche Idiot? Ja, oder das könnte an dir, oder bist du, von, ja? bist du denn von Geburt an vielleicht schon ein Betrüger? Bist du von Geburt? Das angeboren, sind deine Geburt, Eltern auch schon Idiot? Betrüger gewesen? Ihr seid ja? wohl so ein Familienclan. Wann warst du letzte Mal bei Art? Ja. Familienclan. Wann warst du letzte Mal bei Art? Wann hast du gewesen? Ja, ich glaube, da ist bei dir etwas locker, ne? Ja. Weil du versuchst du brauchst, immer... Du brauchst eine Art... Vom Thema abzuweichen, aber vielleicht erklärst du einfach mal, warum geht, du ein Betrüger bist. Geh direkt zum Arzt, verstehst du? Ja, warum geh direkt zum Arzt. Erklärst du uns nicht mal, warum du Betrüger geworden geh, bist? Wie alt bist du eigentlich? Warum erklärst du uns nicht mal, warum du Betrüger geworden bist? Hey, hör mal zu. Geh zum Arzt, ja? Nee, du geh bist ja nicht seriös. Geh zum Arzt. Direkt nee. Zum Arzt, sofort. Auf Ärzte kann man sich heute auch nicht mehr verlassen. Ja, geh zum Arzt, mach einen nee. Termin bei Arzt, ja, und geh zum Krankenhaus direkt. Ja? Krankenhaus. Da kann man nicht direkt hingehen, du Betrüger. Ja, guten Tag. Hallo, guten Tag. Ich rufe dich vom Global Financial Marketing. Ich heiße Sebastian, ich bin Account Manager. Ich habe einen angemeldeten Sonderen Trading-Plattform und ich bin dein Feld im Konto aktivieren, damit sie trading können. Das haben Sie aber schön abgelesen. Wie bitte? Das haben Sie schön vorgelesen. Was meinen Sie? Ja, so wie ich es gesagt habe, meine ich.
also machen wir den Account oder nicht? Wissen Sie jetzt schon nicht mehr weiter in Ihrem Betrügerskript oder was? Was hat meinen Sie? Drei Wörter aus dem Konzept gebracht. Ah. Ich verstehe nicht, was meinen Sie? Checkert, also ja. Sie haben ihn gerade jetzt angemeldet, ja? Nee. Nicht? Nee. Aber ich sehe hier ist Ihre E-Mail-Adresse, Telefonnummer. Ja, mehr nicht. Also nur Daten, ja. Die Betrügerwände entsammeln, aber mehr nicht. Ich weiß nicht, also ja. Ich weiß nicht, warum haben Sie angemeldet? Einfach mitzumachen. Schauen Sie. Krimineller. Sie können sie auch mitmachen, ja. Ich bin fort mit dir. Schäme dich. Alles klar. Schäme dich, dass du die Menschen so betrügst. Warum ich soll Allah beim Scheißen treffen, wirklich. Also, Schirkat, ja. Woher ist das? Also, warum sagen die so? Also, ja, weil warum? Das ja. Ekelhaft ist, dass du die Menschen betrügst. Weil, also, Sie sagen das, weil ich Akzent habe, deswegen, ja? Nee, weil es ekelhaft ist, dass du die Menschen betrügst. Nein, also, wir betrügen keinen Menschen, wir arbeiten 6 Doch. Jahre in diesem Bereich, ja? Nee, das stimmt auch nicht. Berlin. Das stimmt auch nicht. Du bist auch nicht in Berlin. Ich bin in Berlin. Nee, also. Lüg mich nicht an. Das sehe ich an deiner Telefonnummer, dass du nicht in Berlin bist. Hier, Kat, also, ja. Schauen Sie. Wir haben verschiedene Telefonnummern, ja. Nee, du bist einfach nur ein Betrüger. Das brauchst du mir gar nicht die Geschichten erzählen. Das haben mir die anderen Geschichtenerzähler auch schon versucht zu erzählen. Hier, Kat. Aber das glaube ich dir nicht, weil du einfach nur ein Betrüger warum? Bist. Warum? Also, warum? Weil du ein Betrüger warum bist. Also, wir können dich ein Gespräch führen. Schäme dich. Das Allah soll dich beim Scheißen treffen. Und das war am besten ins Gesicht. Also ja, ich hab verstanden. Ja. Also, wir können nicht also weitersprechen, zu viele und verstanden. Und du bist sowas von unhöflich, das finde ich nicht in Ordnung. Schauen Sie, Herr Gott. Also, ja. Sie sind auch nicht so höflich, weil ja, Sie sagen und du sofort, bist aber ein Betrüger. Betrüger. Und Betrüger, die sind nun mal nicht so höflich am Telefon. Das kennt man ja schon so. Nein. Und wenn warum ja. Soll ich auch höflich sein, wenn Sie nicht höflich sein? Also, ja, aber Sie sind ja ein Betrüger. Ich versuche. Betrüger sind immer unhöflich. Nein. Aber woher wissen Sie das, dass ich Betrüger bin? Akzent. Und dass das einfach Blödsinn Akzent. Ist. Ja. Okay. Weil ich einen Akzent habe. Ja. Also einfach richtig. Diskrimination wegen meinem Akzent. Alles richtig, klar. Ganz genau. So machen wir das. So bleib, vor Sofa bleiben wir. Ich diskriminiere dich wegen deinem Akzent. Richtig. Ja. Yeah. Das ist auch. Richtig. Ja, ich verstehe. Also, genau. Ja. Und deswegen hast du hier in Deutschland nicht verloren. Ja. Also, ja. Wenn ein Mensch Akzent hat oder kommt aus anderem Ausland, dann ist Betrüger, alles klar. Richtig, sehr genau. Gut. Und du bist auf jeden Fall ein sehr unverschämter Betrüger, der lauter Blödsinn erzählt. Ich hab verstanden. Ja. Also genau, und intelligent scheint es ja auch nicht zu sein. Schäme dich und verschwinde hier aus unserem Land, anstatt die Leute hier mal immer nur zu betrügen. Weißt du, du bist ein Arsch, diese Kohle aus der Tasche ziehen. Das ist einfach nur widerlich und menschenverachtend, das, was du machst. Hier, Kat, schauen Sie, ich arbeite mit... und mit genau so was ja. Sollte und man dir wirklich auch entgegenbringen. Absolute Verachtung. Schauen Sie, hier, Kat, ich arbeite ja. Auch mit Deutsch, ja? Und ich nee, habe du arbeitest kein... nicht in Deutschland. Du arbeitest nur in deiner eigenen Tasche, weil du ein ekelhafter Dieb bist. Mehr nicht. Wow. Also, ich habe keine Wörter, ja? Also, ja. Wenn Sie, ich habe für sowas wie dich auch keine Wörter. Ich finde, sowas wie dich, gleich abschieben, weg damit, sofort was? Raus, was dir gar nicht mehr in die Gegend reinlassen. Schauen Sie, ich mache nur meine Arbeit. Das ist einfach ja? Abschauen, ist wie du die Betrug. Menschen betrügst. Doch, das ist du beklaust Betrug. Die Menschen. Und warum? Das ist Abschauen. Sowas ist ekelhaft, sowas macht man nicht. Schauen Sie, bei dass uns du dich haben nicht die schämst, drei Wochen den Probezeit. Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das ist einfach nur widerlich. Ja. Also wir können nicht hier ein Gespräch führen, zu schade, dass es... Ich glaube, du wirst ja. Schämen und ich wenn denke Sie, mal, schauen dass sich deine Sie, Eltern für dich auch schämen werden. Schirkat, schauen Sie, wenn Sie einmal also betrugt ist, ja, das ist nicht bedeutet, dass Sie alle Betrüger sind, ja? Du bist und auf jeden Fall ein Betrüger, da brauchst du dich gar nicht rausreden. Schirkat, wenn Sie hören, zum Beispiel einen Akzent... Und wenn Sie hören, einen Akzent... Und der macht sogar gewerbsmäßig, das ist auch gewerbsmäßiger Betrug, was du hier machst. Alles klar. Ja. Ja. Also, ja. Was soll ich sagen? Also, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Ja. Ja. Und vor allem, das ist doch einfach nur traurig. Das ist wirklich traurig, ja, weil einmal, Sie wollen einmal betrügt. Verschwendest, wie Menschen betrügen. Ja, bitte nicht verschwenden meine Zeit, wenn Sie kein ja, Interesse haben zu investieren. Nein, ich wollte einfach sagen, wissen Sie,
Checker. Sie haben sofort gesagt, dass ich Betrüger bin, ja? Und das gefällt mir nicht auch. Okay, wir können nicht weiter. Ich finde, du solltest mit deinem Job aufhören und dir was Neues suchen. Das wäre das Beste, was du machen kannst, dass du am besten gar nicht mehr erst weiter die Leute betrügst. Soll ich dir einen schönen Job anbieten? Die Leute in Deutschland können selber entscheiden. Ich könnte dir einen Job in der Familie anbieten. Da brauchen wir auf jeden Fall noch Unterstützung. Schauen Sie, wenn Sie wollen, Beispiel nicht mit mir sprechen. Möchtest du dich bei mir bewerben? Dann kannst du mal was Anständiges machen. Da würde ich dir dann sogar helfen. Weil so eklig bin ich ja dann doch nicht zu den Viechern, die uns so eklig behandeln. Ich bin ja dann doch immer noch jemand, der den Menschen versucht zu helfen. Auch wenn es eigentlich schon aussichtslos ist. Aber nenn mich Superheld, aber ich werde dir gerne helfen, mein Schatz. Wie kann ich dir denn behilflich sein? Checker, was möchtest du denn für einen Job haben? Wenn Sie wollen, nicht mit mir sprechen. Möchtest Sie können mit einem Deutschen auch. Ich kann dir einen neuen Job vermitteln. Alles klar, Checker. Zum Beispiel, zum Beispiel könnte ich dir auch einen Job vermitteln, in dem du nicht so furchtbare Musik da im Hintergrund hören musst. Ja, wir auch hören auf Musik, weil das ist unsere Atmosphäre, ja. Ja, das schließt ja auch auf den Betrug. Nur Betrüger-Callcenter haben Musik im Hintergrund an. Nein, also. Doch. Ich arbeite sehr... rede dich nicht raus, es ist so. Wir haben schon tausende Gesprächsbeispiele hier auf YouTube gezeigt. Da bist du nur mit dabei. Alles gleich, Herr Gott. Also ich wünsche dir einen schönen Tag, nachher bleiben Sie gesund. Möchtest du einen schönen Job haben? Ich kann dir was richtig Gutes anbieten, wo deine Eltern dann auch mal stolz auf dich sein können. Danke sehr für Ihren Vorschlag, aber ich habe einen guten Job. Aber du verdienst auf jeden Fall mehr als da bei dir in dem Popel-Callcenter, wo du die Leute betrügen musst. Ja, weil ich finde das nicht schön. Das wäre schöner, wenn wir deine Eltern vielleicht mal stolz auf dich machen könnten, dass du mal was Vernünftiges in deinem Leben geschafft hast. Anstatt immer nur die Omas abzuziehen und Rentner zu klatschen. Das wollen wir nämlich alles nicht. Genau die Leute wollen wir ja doch eigentlich schützen und nicht denen das Geld aus der Tasche ziehen, oder? Wir betrügen keine Leute. Hast du denn da keinen Respekt vor den Menschen? Vor dem selbst erschaffenen Geld, was sie da erarbeitet haben, weißt du, da greifst du einfach zu und nimmst du einfach voller Hand da die Hände raus. Das ist doch nicht in Ordnung, wenn man sowas macht. Einmal Betrug. Und ich finde, da müsste man sich doch wirklich den ganzen Tag durchgehend schämen eigentlich dafür. Also ich will nicht, Zeit, und ich will, dass ihre Zeit verschwendet, und meine auch. Ich möchte auf jeden Fall noch ein bisschen mehr von deiner Zeit verschwenden, mein Kind. Weil ich würde dir ja zum Beispiel noch einen schönen neuen Job anbieten. Wo du dich vielleicht mal nicht so oft blamieren musst. Wir würden doch für dich auch eine Arbeit raussuchen können, wo du einfach nicht deinen Mund benutzen musst, weil es, glaube ich, besser, wenn er den zulässt. Checkert. Ja. Wenn sie einmal betrügt sind. Nee. Das nicht bitte, das ist. Ich schütze andere Betrüger Menschen davor, damit es anderen Menschen nicht passiert. Das ist meine Aufgabe. Alles klar. Ja. Okay. Und da bin ich ganz stolz drauf. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Über ein Jahr bleiben Sie gesund, und alles Gutes. Sind ja schon bei zwei, wenn es so weitergeht. Aber danke sehr für das Gespräch. Genau, und das könnten wir ja für dich auch machen. Dann hast du auch mal eine Familie, die auf dich stolz ist. Alles klar. Ne? Und vielleicht finden dich dann auch ein paar Zuschauer gut, weil letztendlich könntest du ja direkt aus dem Nähkästchen erzählen. Wäre doch super, wenn du einfach mal deinen Job wechselst. Du könntest so jetzt viel auflegen, weil unser Gespräch geht nicht in diese Richtung, also nicht in die richtige Richtung. Ja, aber ich will dir ja helfen. Ja, ich wollte Ihnen auch helfen, aber Sie wollen nicht. Ja, aber deine Hilfe funktioniert ja nicht. Meine Hilfe funktioniert. Nein, meine Hilfe funktioniert 100%. Nee. Die funktioniert für dich selbst. Schauen Sie. Dass das Geld nur in deiner Tasche ankommt, das weißt du. Checker, Sie haben 3 Wochen Probezeit und 98% garantiert, dass Sie keinen Cent verlieren. Verstehen Sie? Checker. Ja. Mir steckt sich alles nur dein Chef ein. Alles klar. Okay, dann, Checker, ich muss jetzt auflegen. Wieso drängelt dein Chef schon im Hintergrund? Ja. Dass du schon wieder den nächsten Kunden betrügen musst, ja. Also. Hey, das war's schon mit der Kakerlakenparty. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn du magst, schau dir doch gerne noch ein weiteres Video aus der Playlist an. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.